also seit 2012 eine jährliche Performance von 31,5% oder in anderen Worten ausgedrückt 2222,6%. Heute hat Rheinmetall Zahlen geliefert. Was sagst du zu den Zahlen? Es sind sehr schlaue Entscheidungen gewesen von der Geschäftsführung und deswegen ein heißer Tipp in der Umbrella-Strategie im Musterdepot. Welche Unternehmen hast du gerade auf dem Radar und könnten möglicherweise oder man sollte sich nicht allzu überraschend, wenn die vielleicht auch mal im Portfolio auftauchen? Er ist einer der erfolgreichsten Trader auf Wikifolio mit einem investierten Kapital von über 45 Millionen Euro und aktuell einer Gewichtung der Rheinmetall-Aktie von über 30% und auch dahinter noch weitere Rüstungsunternehmen im Portfolio. Wir wollen heute einen Blick auf die Erfolgshandelsstrategie Umbrella schauen und natürlich auch wie gewohnt auf die eine oder andere Einzelaktie, wie vor allem natürlich die Aktie von Rheinmetall. Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und heute mit uns eingeschaltet, unser Gast und sozusagen Star, ich darf ganz herzlich willkommen heißen, Richard Dobertsberger. Hallo Richie, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo, grüß dich, Paul. Danke, dass ich dabei sein darf und ja, dass ich ein bisschen über die Umbrella-Strategie und vielleicht das eine oder andere Unternehmen noch sprechen darf mit dir. Und da wollen wir auch gleich loslegen. Seit 2012 bist du schon auf der Plattform Wikifolio. Magst du dich zu Beginn noch mal kurz vorstellen und natürlich deine Anlagestrategie Umbrella? Ganz genau, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Richard Dobertsberger, im Trading-Bereich, Richie genannt, richiedobertsberger.com, auch mein Blog, vielleicht vorweg für jenen, die noch mehr erfahren wollen danach. Ich bin Molekularbiologe, ausgebildeter Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie, weiterhin tätig und mit der Umbrella-Strategie zeige ich bzw. habe ich mein Finanzwissen auch weiterentwickelt, habe im Rahmen und in diesem Zusammenhang auch ein MBA-Studium im Zusammenhang bzw. in der Vertiefung Finanz abgeschlossen und wie schon gesagt, mit Wikifolio und dem Musterdepot Umbrella, das ich schon seit über 10 Jahren betreibe, setze ich mehr oder weniger oder habe ich die Strategie oder eine Strategie entwickelt, die Umbrella-Strategie, wie ich sie nenne, wo ich eben auf unterschiedliche innovative Unternehmen setze, mit einer klar vorgelegten Fundamentalanalyse, News-Analyse und charttechnischen Analyse. Und so werden dann die einzelnen Unternehmen in ein Portfolio von maximal 12 Unternehmen, die sich in der Umbrella-Strategie oder im Wikifolio-Umbrella enthalten oder dort enthalten sein können, aufgenommen und dann eben dementsprechend lange auch gehalten. Das ist so kurz in einer Nutshell, in einer Nussschale, wie man auf Englisch, Neuenglisch sagt, ja, diese Strategie und eine kurze Vorstellung meinerseits. Da du dich jetzt sehr bescheiden zurückgehalten hast, wir blenden das mal hier ein und darf ich natürlich ein bisschen Beweihräucherung machen. Das ist natürlich eine Vergangenheitsperspektive, wie es ja immer eine ist, aber eine extrem beeindruckende. Also gerade auch durch diese enorme Performance in den letzten 4 Jahren, wo du das investierte Kapital mehr als vervierfacht hast, wirkt sich das natürlich jetzt auch auf die Gesamtperformance sagenhaft aus. Also seit 2012 eine jährliche Performance von 31,5% oder in anderen Worten ausgedrückt 2222,6%. Das Stand heute, 14.03., das vielleicht nochmal angefügt. Klar, wie gesagt, Vergangenheitsperspektive, aber eine sehr, sehr erfolgreiche. Und jetzt wollen wir nach vorne schauen. Und das ist natürlich dann immer ja das besonders Wichtige. Wie ist das aktuelle Portfolio? Wie ist die aktuelle Entwicklung und Gewichtung? Da natürlich ganz wichtig, das kennen alle hier auf dem YouTube-Kanal. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Die einzige Empfehlung, bitte informiert euch selbst anhand unterschiedlicher Quellen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, um hier auch vorweg zu schieben. Und damit starten wir jetzt hier mal mit einem Blick auf das Portfolio Rheinmetall. 33% an diesem heutigen Tag gewichtet, aber auch dahinter, bevor wir nämlich zu Rheinmetall kommen wollen, die haben ja auch heute Zahlen geliefert, sehen wir hier auch eine Palantir, eine Hensoldt, eine Thales, eine Airbus. Richie, ich habe das mal überschlagen, knapp 70% Gewichtung aktuell, Rüstungsbranche, wenn man mal Palantir, Airbus da so mit dazu zählt. Wie ist diese Gewichtung entstanden und was ist deine aktuelle Einschätzung, dein aktueller Blick darauf?
Also vorweggenommen, diese Gewichtung, die basiert tatsächlich rein auf der Umbrella-Strategie. Ja. Also wie schon gesagt, die letzten 10 Jahre habe ich eben diese Strategie entwickelt und setze diese auch sukzessive im Wikifolio, im Musterdepot Wikifolio Umbrella um. Die Gewichtung basiert hier insgesamt auf eigentlich drei großen Parametern. Der erste große Parameter ist die geowirtschaftspolitische Situation. Naja, und hier ist auch schon dann, glaube ich, ein Teil der Antwort verpackt. Europäische Verteidigungsindustrie oder europäische Unternehmen, die im Bereich Verteidigung aktiv sind, sind halt aufgrund der aktuellen, ich will sie gar nicht mehr erwähnen, aber der aktuellen geowirtschaftlichen Situation ein Punkt, der hier natürlich sehr stark ins Auge sticht. Und da werden dann eben diese Unternehmen übergewichtet in diesem Zusammenhang, beziehungsweise in der News und der Fundamentalanalyse werden dann diese Unternehmen, die aus meiner, unserer Sicht in der Umbrella-Strategie ist natürlich immer auch eine Eigenmeinung darin enthalten, also nichts zum Nachahmen, sondern wirklich auch keine Anlageempfehlung sonst irgendwas, aber das ist einfach die Strategie, die das hergibt. Aus der Fundamental- und News-Analyse wurden diese Top-Unternehmen herausgesucht, wirtschaftlich gesehen und innovationstechnisch gesehen, diese Top-Unternehmen, und in diese wurde dann eben übergewichtet, charttechnisch eingestiegen. Und charttechnisch, da spreche ich insbesondere vom Relative Strength Index, vom MACD, Moving Average Convergence Divergence und von den Bollinger Bändern. Diese drei Parameter gemeinsam mit Unterstützungen und Widerständen wird dann eben eine Überpositionierung, eine Übergewichtung dargestellt und darauf eingegangen. Und so ergibt sich dann auch diese Reihenfolge, wie du diese auch genannt hast, in diesen einzelnen Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie aktuell. Ein vielleicht auch Zukunftsausblick gleich vorweg, das wird sicherlich nicht immer so sein und so bleiben, sondern das ist eine aktuelle am 14. März 2024 vorgenommene Kurzanalyse, Kurzblick auf dieses Musterdepot-Umbrella und wie schon gesagt, sehr stark eben getrieben von der aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation, die ich gar nicht näher erwähnen möchte. Es gibt ja auch viele große US-amerikanische Rüstungskonzerne, Northrop Grumman, General Dynamics, RTX Corporation. Du hast es schon gesagt, bei dir eine starke Fokussierung hier auf deutsche, europäische Titel. Was hat dich dazu bewegt? Warum gerade besonders diese europäischen Unternehmen der Verteidigungsbranche? Aber dazu hat mich eigentlich schon längere Zeit diese extreme Untergewichtung im Bereich europäische Verteidigungsindustrie bewegt. In der Hinsicht sind es ja mehrere Faktoren, die aus dieser strategisch, und da spreche ich jetzt nicht von einer taktischen, sondern strategischen Entscheidung, also dieser globalen Entscheidung von einigen wichtigen Punkten. Der erste wichtige Punkt, entscheidende Punkt ist, die europäische Verteidigungsindustrie ist sehr Kurs-Gewinn-Verhältnis technisch gesehen, sehr aktuell aus unserer Perspektive, wieder gesagt, im Konjunktiv sehr günstig bewertet. Und zwar aus mehreren Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist, dass europäische Investoren eher nicht gewillt waren, noch immer viele nicht gewillt sind, in die Verteidigung zu investieren. Man hat hier eben diese lange Friedensphase vor sich gehabt, beziehungsweise hinter sich gehabt. Und jetzt steht aber Europa in diesem Zusammenhang sehr schwach da. Die Verteidigungsindustrie ist also hier sehr günstig bewertet in der einen Situation, also sehr niedrig bewertet, auch von der Marktkapitalisierung. Wir sprechen hier von Unternehmen, die unter 50 Milliarden US-Dollar auch haben. Wenn man es vergleicht mit den amerikanischen Verteidigungsunternehmen, die sind meist über 50 oder sogar über 100 Milliarden US-Dollar von der Marktkapitalisierung ist der erste Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist auch die Aussage der EU-Kommission, hier mehr in die europäische Verteidigung investieren zu wollen, weil eben das erkannt wurde, auch in höherer politischer Ebene. Und der dritte Faktor, das ist die Wildcard Trump. Donald Trump, aus unserer Sicht bei der Umbrella-Strategie, ein unberechenbarer Faktor, ein Faktor, der dazu führen könnte, dass es geowirtschaftspolitisch noch zu mehr oder turbulenteren Zeiten kommen könnte. Die reine Abhängigkeit von US-Unternehmen in der Verteidigungsindustrie könnte hier ein Riesenproblem für Europa werden, in der Selbstbestimmung von Europa. Ich bin ein glühender Demokrat, ein glühender Europäer, und ich sehe das nicht sehr gerne, wenn hier sich Europa so abhängig macht, auch von bis dato einen sehr vertrauenswürdigen Partner, den USA, aber trotzdem von einem potenziellen
eben unberechenbareren Präsidenten Donald Trump. Und das ist der dritte Faktor. Also einerseits die Unterbewertung, billige, unter Anführungszeichen marktkapitalisierungstechnisch billigere Unternehmen. Der zweite Punkt, diese Unternehmen werden von der EU-Kommission aktuell auch als strategisch wichtig gesehen. Der dritte Punkt, eben ein Präsident, der hier in den USA für Turbulenzen sorgen könnte. Und diese Trias, wenn du so willst, die hat eben bewogen, in die europäische Verteidigungsindustrie auch wieder etwas mehr Fokus hineinzulegen. Und der Hintergrund, wenn du so willst, warum es auch so hochgewichtet wird, das ist auch es fällt auch in den Bereich Steigerung der oder schon Gewinne, die hier diese Unternehmen in den letzten Wochen generiert haben im Musterdepot. Rheinmetall, da kommen wir, glaube ich, jetzt mal zu der Aktie, die hier eine besondere Rolle, also Stand heute, 14.03., hier wirklich eine Gewichtung von 33%. Das sind ja in deinen Volumengrößen, entspricht das einem Volumen von 15 Millionen Euro hier in der Rheinmetall-Aktie. Heute hat Rheinmetall Zahlen geliefert. Was sagst du zu den Zahlen? Ja, wie erwartet, sehr gute Zahlen aus meiner Perspektive, auch wenn vielleicht jetzt die Umsätze nicht ganz so den Analysten entsprochen haben. Der Ausblick tut es durchaus. Die Rheinmetall, ein europäischer Konzern, der auch mit einem sehr, finde ich, sehr guten CEO, einer sehr guten Geschäftsführung agiert und ein Unternehmen, das auch ein Dividendentitel ist natürlich nicht zu vergessen, über 5 Euro, also ist hier eben die Dividende, die aktuell bezahlt wird. Und ein Unternehmen, das aktuell mit der Marktkapitalisierung von gerade einmal 19 Milliarden Euro noch Potenzial haben könnte, in dem Bezug, wie schon vorher gesagt, europäisches Unternehmen weit unter 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, aber trotzdem ein globaler Player im Verteidigungsbereich. Und die Rheinmetall-Aktie tatsächlich ist schon seit längerer Zeit in der Umbrella-Strategie und auch im Musterdepot enthalten. Und die hohe Gewichtung, die ergibt sich auch natürlich aus der Performance seit dem Kauf. Die liegt aktuell bei etwa 120%. Also du kannst dir vorstellen, diese Gewichtung ist natürlich dann auch dementsprechend gewachsen. Ganz im Gegenteil muss ich sagen, es ist auch schon abverkauft worden, weil die Gewichtung so hoch geworden ist. Und aktuell nach dem heutigen Tag, nach der Präsentation der Daten, läuft die Aktie wieder auch charttechnisch sehr spannend, muss ich sagen. Und ja, ein Unternehmen, glaube ich, wenn man sich in dem Bereich europäische Verteidigungsindustrie oder in diesem Bereich europäischer Verteidigungsindustrie bewegt, das man beachten sollte, weil es sicherlich ein Key Player ist, der hier eben ja, durchaus eine weiterhin sehr wichtige Rolle tragen könnte. Du hast es gesagt, auch hier spielt natürlich die Zukunft die Musik. Ich meine, die Zahlen 2023 waren ja gar nicht so überragend, wenn man sich mal Umsatzentwicklung anschaut, relativ gesehen, also natürlich auch sehr beeindruckend. Aber besonders der Ausblick, auch hier ein Auftragsbestand, ich habe das mal aufgerufen, von 38 Milliarden Euro zum 31.12. Und dann halt dieser Ausblick, man möchte ja den Umsatz jetzt dieses Jahr allein um 30% steigern und auch nochmal bei der Marge, also beim Gewinn, kräftig zulegen. Ich denke, das siehst du wahrscheinlich auch so. Das ist wahrscheinlich auch das, was der Markt aktuell so stark spielt und warum auch die Aktie seit Ende 2023, ich glaube, fast verdoppelt hat mittlerweile. Ja, die Marge ist natürlich auch, die soll ja 14, 15% hochgehen. Das ist natürlich noch einmal von den aktuell etwa 12% markanter Anstieg, der hier möglich sein sollte, möglich sein könnte. Und das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Auch die strategischen Entscheidungen der Rheinmetall, die spanische Expal zu kaufen. Also auch hier im Bereich Munition, Artilleriemunition nochmal aufzustocken. Diese Entscheidung ist ja schon letztes Jahr getroffen worden oder die Übernahme letztes Jahr durchgeführt worden. Die könnte und wird hier vermutlich noch eine wichtige Rolle spielen, vielleicht sogar eine gewichtigere Rolle, als der manche oder wie manche Analysten sich gedacht haben. Und das natürlich, das sind sehr schlaue Entscheidungen gewesen von der Geschäftsführung und deswegen ein heißer Tipp in der Umbrella-Strategie im Musterdepot und deswegen eben auch so hochgewichtet dabei.
Die große Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist diese Entwicklung, wie nachhaltig sind die Gewinne? Ich habe ein Interview vom CEO, ist glaube ich schon einen Monat her mal angeschaut, da wurde er gefragt, warum profitiert Rheinmetall besonders so stark? Wie hebt man sich ab von den Konkurrenten? Und da hat er gesagt, wir können liefern. Das zeigt natürlich auch, wie gut Rheinmetall aufgestellt ist, wie gut Rheinmetall sich strategisch positioniert hat in den letzten Jahren, aber stellt natürlich auch so diese Frage. Denkst du, ganz konkret gefragt, dass diese hohe Gewinnmarge oder sogar noch diese Steigerung nachhaltig ist? Das ist eine ganz gute Frage. So weit denke ich dann eigentlich schon wieder gar nicht in meiner Strategie. Ja, das ist jetzt in der Strategie, in der Umbrella-Strategie ist es eine fixe Stop-Loss-Strategie. Das heißt, wenn wir denken, ich denke hier in die Zukunft, dann wird der Stop-Loss nachgezogen. Und der einzige wahre Faktor, der einzige, der den Markt kennt, das ist der Markt selbst. Ich kann mich hier eben nur mit Spekulationen beteiligen und dahingehend, wie nachhaltig das sein wird, ist natürlich ganz stark von der geowirtschaftlichen Position, Situation abhängig. Und das wird die Zukunft zeigen. Am Ende des Tages ist der Stop-Loss schon wieder fixiert. Und ich denke schon wieder in die Zukunft und an Gewinnmitnahmen, wenn du so willst, auch wenn diese noch Jahre in der Zukunft liegen sollen, können. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich hier nur absichern. Und das ist auch ein ganz wichtiger Kern der Umbrella-Strategie. Und aus persönlicher Perspektive und aus persönlichen Gedanken her hoffe ich, dass die Rheinmetall eher nicht mehr so lange so viel Geschäft macht, weil dann würde das heißen, dass die kriegerischen Handlungen zurückgehen würden. Aber das ist hätte Fahrradkette, das ist eben ein Wunsch, wie sich der Markt wirklich entwickelt. Ja, da ist eben die Umbrella-Strategie dann da, um dabei möglichst gut zu partizipieren. Aber auch schon, wie schon immer gesagt, das ist weder Anlageempfehlung noch sonst etwas, sondern es ist einfach anhand der Strategie jetzt einmal so dargelegt. Definitiv eine der heiß diskutiertesten Aktien auf Basis 2023 hier mit einem KGV, das müsste 33 sein, Nettoverschuldung 1 Milliarde, also so ein EV/EBITDA von 20, 22, sicherlich nicht billig, aber die Zukunft eben die Frage. Also wenn man alleine jetzt hier die Ziele 2024 schafft, dann geht das schon wieder auch in eine Bewertung rein, die jetzt sicherlich nicht günstig ist, aber dann gar nicht mehr so überteuert. Also da muss sich jeder natürlich, wie schon mehrfach jetzt gesagt, selbst eine Meinung bilden. Richie, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz zu Top 2, Top 3, Palantir und Hensoldt. Vielleicht magst du im Mini-Kurzformat noch mal ganz kurz sagen, die beiden sind ja am nächsten danach gewichtet hier mit 10,8 und 9,7%. Ganz kurz, warum sind auch diese beiden Aktien interessant und deiner Ansicht nach auch starke Profiteure aktuell? Also zu Nummer zwei, das ist eben die Palantir-Aktie. Die Palantir-Aktie im Bereich künstliche Intelligenz im Zusammenhang ebenfalls einerseits im Sicherheitsbereich, Verteidigungsindustrie ebenfalls, hat auch einen großen Vertrag von der US Army im Bereich Verteidigungsindustrie bekommen, aber auch generell im Bereich künstliche Intelligenz, Optimierung von Geschäftsprozessen, ganz groß im Reinen. Ein Unternehmen, das hier vom aktuellen Boom künstlicher Intelligenz profitieren könnte und deswegen aktuell auf der Nummer 2, weil hier rein charttechnisch es aus der Strategie heraus es noch zu keiner extremen Überhitzung gekommen ist. Und das ist einfach dann der Grund gewesen, jetzt das Unternehmen überzugewichten. Vielleicht zum Thema künstliche Intelligenz und zu Palantir hat vorher, und diese Unternehmen sind ja nicht mehr dabei, in der Umbrella-Strategie auch Nvidia und Supermicrocomputer drinnen gehabt. In der Umbrella-Strategie diese beiden Werte sind aufgrund der Überhitzung abverkauft worden in der jüngeren Vergangenheit und eben Palantir aufgrund dessen substituierend hinzugekauft worden oder neu aufgestockt worden, weil hier eben diese Überhitzung noch nicht vorhanden gewesen ist. Also du siehst hier, wie dynamisch diese Strategie auch sein kann. Künstliche Intelligenz per se aber natürlich ein ganz wichtiges Thema und Palantir in der aktuellen Situation, also mit Tag heute ein Unternehmen, das in der Umbrella-Strategie und im Musterdepot auf jeden Fall dabei sein muss. Und das dritte Unternehmen, ja, das ist die Hensoldt. Hensoldt natürlich auch ein deutsches Unternehmen im Bereich
Verteidigungsindustrie. Hier geht es mehr um Sensoren und so Technik, die hier eine Rolle spielen. Ist ja, ja ein Unternehmen, das hier ja auch im Bereich Sensorik, Technologie, Innovation in der Verteidigungs- und im Verteidigungsbereich profitieren könnte. Und ein Unternehmen, das eben auch charttechnisch aus unserer Perspektive, aus der charttechnischen Perspektive sehr stark hier noch profitieren könnte, immer im Konjunktiv. Es ist eben hier zu einem starken oder zu einem Anstieg seit Anfang des Jahres gekommen. Ein Abwärtstrend ist hier überboten worden. Und in dieser Überbietung, im Rahmen dieses Durchbrechens des Abwärtstrends, jetzt zu einer Seitwärtskonsolidierung gerade, die aber Potenzial haben könnte. Das ist auch die charttechnischen Parameter spielen eine Rolle in der Umbrella-Strategie. Aber im Grund, in der Grundidee wieder ein Unternehmen, das in der aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation profitieren könnte, starke News, auch Quartalszahlen geliefert hat mit der Wachstumsaussichten, Wachstumspotenzial und eben charttechnisch jetzt hier noch einmal diese Gewichtung bekommen hat und ja, deswegen in der Umbrella-Strategie oder im Musterdepot-Umbrella mit 9,8% aktuell gelistet. Das sind so die Gründe und ein bisschen auch die Herangehensweise. Du siehst, wie es funktioniert oder wie die Strategie auch funktioniert. Wird immer geowirtschaftspolitisch herangegangen, dann werden Unternehmen fundamental newstechnisch starke Unternehmen herauskristallisiert und last but not least eben die charttechnischen Parameter, die dann mit einem einfachen Stop-Loss abgesichert werden. Also keep it short and simple, so wie es in der Politikwissenschaft auch heißt, einfach traden, das einfach handeln, Aktienhandel kann unter Anführungszeichen so einfach sein. Und so ist die Strategie aufgebaut. Muss auch ich verstehen und das ist, soll sein, ja. Es sind ja auch immer Aktien nur, die gehandelt werden. Also auch hier, weil immer wieder die Frage kommt, um dem vorweg zu sagen, ich investiere oder die Strategie basiert immer auf diese Aktien, auf die Werte und die Idee unter einer Aktie, unter einem Unternehmen. Und das macht Freude auch, hier teilzusehen. Ja, ich kann nur sagen, Nvidia, Supermicro, Palantir, Rheinmetall, das sind alles Aktien, die diesen Stempel, besonders die ersten genannten, innovativ, stark prägen. Also ganz großen Respekt, besonders in den letzten Jahren, wie du das gemanagt hast, wirklich beeindruckend. Du hast es gesagt, aktiver Portfolioansatz, also diese heutige Gewichtung, die kann eben auch, wenn man das Video jetzt hier vielleicht in einer Woche, einem Monat oder sieht, ganz anders sein. Darum lass uns abschließend nochmal auf die Thematik vielleicht schauen. Mal meine Frage, wie sieht's denn so ein bisschen auf der Watchlist, Shortlist aus? Welche Unternehmen hast du gerade auf dem Radar und könnten möglicherweise oder man sollte sich nicht allzu überraschen, wenn die vielleicht auch mal im Portfolio auftauchen? Ja, generell sind es Unternehmen, die auch in der Recycling-Bereich aktiv sind, die auf der Watchliste aktuell sind, im erneuerbaren Energiespektrum. First Solar ist auch aufgenommen, aktuell in der aktuellen Strategie. Eine Avantgarde, wenn du so willst, im Bereich erneuerbarer Energien in der aktuellen Situation. Auch hier spielen charttechnische und fundamentale Daten eine wichtige Rolle. Das ist so auch die Chart oder die Watchliste, die hier getätigt wird, dass auch hier was könnten die nächsten innovativen Produkte sein, was könnten die nächsten innovativen Unternehmen sein, die eine Rolle in einem geowirtschaftspolitischen Zusammenhang spielen, also Klima, Veränderung, also denen wir ausgesetzt sind, die eben hier eine Rolle spielen könnten, welche Technologien könnten hier eben dagegen wirken. Eine Tomra ist zum Beispiel auch noch gar nicht dabei, ist aber auf der Watchliste europäische Recyclingunternehmen. Auch hier die EU-Kommission hat eben durchaus angedeutet, mehr Geld, mehr Innovationskraft in erneuerbare Energien zu liefern. Also du siehst, diese Punkte werden hier sukzessive analysiert. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, natürlich aufgrund meiner Ausbildung als Molekularbiologe, pharmazeutische Industrie, ist natürlich immer wieder Biotechnologie, pharmazeutische Industrie. Und hier ist Moderna schon seit längerem immer wieder auch dabei, aktuell in der Umbrella-Strategie wieder ein bisschen hochgewichtet. Aus mehreren Faktoren gute Studiendaten, die hier eine Rolle gespielt haben, aber auch eine aktuell charttechnisch aktuelle attraktive Situation, die sich ergeben könnte. Konjunktiv natürlich immer unsere eigene Analyse, also wie wir das sehen, weiß es ja auch nicht.
schon vorher immer, immer auch erwähnt, der Einzige, der es weiß, ist der Herr Markt oder die Frau Markt, wie du es haben möchtest. Und die sind die Einzigen, die es wissen, wie es dann wirklich ausgeht. Wir versuchen ja nur den Markt zu interpretieren, aber das sind so diese Punkte. Eine Biotech ist natürlich auch immer wieder spannend als deutsches Unternehmen. mRNA-Technologie, ein Punkt, der vielleicht jetzt, weil die Pandemie zu Ende gegangen ist, nicht mehr auf dem Schirm ist, aber ein Faktor mRNA-Technologie, ein ganz innovativer Punkt, der, wie ich doch glaube, auch in Zukunft noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Und nicht vergessen, die klassischen Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie, die eine Rolle spielen könnten, die eine Rolle spielen werden. Und so dreht sich der Kreis, so dreht sich die Welt, so geht's, wie soll man sagen, so dreht sich die Erde und so werden diese Unternehmen auch immer wieder in der Umbrella-Strategie zu gegebenen Zeitpunkten auftreten. Alte Bekannte, immer wieder auch neue Unternehmen, aber immer dieselbe Strategie, geowirtschaftspolitische Analyse, Fundamentaldaten, Newsdaten, charttechnischer Einstieg und dann wird der Markt das sich selbst wieder überlassen. Und ja, im Optimalfall kommt es zu einer Gewinnsteigerung, im Suboptimalfall eben zu einer Verlustbegrenzung via Stop-Loss. Vollzeit-Molekularbiologe und nebenher Wikifolio-Trader mit 45 Millionen investiertem Kapital. Richard Dobitzberger, Richie, vielen Dank, Richie, ganz beeindruckend. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. An alle Zuschauer, schaut vorbei, richiedobitzberger.com. Wir packen den Link hier auch in die Kommentare, pinnen den mal an und schaut einfach mal auf der Seite beim Blog beim Richie vorbei. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, ein Abo da lasst und auch dem Video einen Like gebt und natürlich auch fleißig kommentiert eure Meinung zu den Aktien, eure Meinung zu dem Video. Wir freuen uns über euer Feedback. Richie, nochmal vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich sage herzlichen Dank und ja, habe mich sehr gefreut, ein bisschen über die Umbrella-Strategie zu quatschen und das Musterdepot. Und ja, alles Gute, Dankeschön. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und an alle Zuschauer, schaut gerne bei unseren anderen Videos hier auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir blenden hier auch mal was ein und ja, wir freuen uns, bleibt dabei, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.